Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute habe ich etwas ganz Besonderes vor, und zwar habe ich hier diese Edelstahl-Strohhalme gesehen, habe mir die gekauft. Die kosteten, ich glaube, 4 Stück, 3 Euro, irgendwie sowas. Und eigentlich hatte ich mir die geholt, um sie zum Feuerblasen zu benutzen. Das heißt also einfach durchpusten und damit ein Feuer anzublasen. Und jetzt habe ich meine, ihr habt sie ja in der Titelbeschreibung ohnehin schon gesehen, jetzt habe ich vor, mir daraus einen kleinen Wasserfilter zu bauen. Das Ganze wird ziemlich spannend werden. Natürlich ist es jetzt nicht mit so einem Grail zu vergleichen oder mit einem Sawyer, aber er wird auf jeden Fall das Wasser filtern am Ende. Wir haben hier ein Stahlrohr, das hat einen Durchmesser von ungefähr, ich würde sagen, etwa 8 mm und eine Länge von 20 cm. Und meine Überlegung war, ich werde jetzt hingehen und einfach hier vorne etwas Akustikschaumstoff reinmachen. Quasi, hier sieht man diese Rillen, das ist also die Seite des Mundstückes. Das heißt, auf der Seite mache ich mir hier so ein kleines Stück von diesem Akustikschaumstoff rein. Hinter dem Akustikschaumstoff kommt Watte, ungefähr bis hierhin. Dann werde ich diesen Raum hier füllen mit Aktivkohle. Und zu guter Letzt, ungefähr hier, dann nochmal Watte über diesen Bereich hier, damit halt die Aktivkohle nicht rausfällt. Wie gesagt, natürlich ist das nicht mit so einem professionellen Wasserfilter zu vergleichen, aber ich denke mal, der wird auf jeden Fall definitiv Filtereigenschaften besitzen und es wird auch auf jeden Fall besser werden, als wenn man das Wasser einfach so trinken würde. Bei uns in Deutschland ist es ja ohnehin so, wenn man direkt nahe an den Quellen ist, und das sind wir hier in Bayern sehr oft, dann kann man das Wasser in der Regel sogar schon ungefiltert trinken, aber es bietet halt, naja, einen gewissen Mehrwert und vom Gewicht her wird es kaum auftragen. Die Artikel habe ich vorher natürlich gewaschen. Also das hier, ich glaube, das ist sogar jetzt noch richtig klamm, wenn man das sehen kann. Das habe ich alles schön ausgewaschen. Und als Werkzeug brauche ich eigentlich bloß mein Workchamp, beziehungsweise eigentlich nur die Schere von dem Workchamp, weil ich mir jetzt hier ein kleines Stück ausschneide. Ich versuche mal diesen Pin hier freizulegen. Ich schneide das Ganze etwas großzügiger ab, damit ich das wirklich da reinstopfen kann und dass es mir nicht gleich wieder rausfällt. Beziehungsweise bevor ich das jetzt da reinstopfe, das sollte aber ganz gut gehen eigentlich. Oh ja, das geht perfekt. Sehr schön. Aber bevor ich das reinstopfe, muss ich natürlich als erstes das zweite Element hier reinmachen, und zwar die Watte. Ich glaube, die werde ich einfach mal hier entlang gerade abschneiden. Und dann parallel dazu hier auch nochmal. Das wäre ungefähr die Breite, die ich haben möchte. Dann schneide ich das hier noch gerade. Und auf der Seite ebenso. Ich lasse das jetzt mal bewusst ein bisschen länger, weil ich möchte das hier aufrollen und dann da reinstopfen. Da weiß ich noch nicht genau, wie viel ich davon brauche. Ja, ich sehe schon, das ist wahrscheinlich zu dick. Also auch wenn ich das stopfe, werde ich das nicht da reinbringen können. Ungefähr so viel sollte reichen. Das Ganze darf natürlich nicht zu fest sein, weil sonst verstopfe ich mir das ja, aber so, das geht mit etwas Druck geht es rein. Und jetzt brauche ich halt nochmal die, haben wir hier eine Ahle dran, mal schauen, ja, um das ein bisschen nachzustopfen. So, dann halt nochmal die Schere, dass ich mir das hier ein bisschen sauberer schneiden kann. Das sollte schon passen. Schauen, dass ich die richtige Seite verwende. Und jetzt drehe ich das quasi so da rein. Mal schauen, ob ich jetzt überhaupt noch Zug habe beim Strohhalm. Moment. Na, das ist schon sehr streng. Mal schauen, wie das ohne diesen Akustikschaumstoff ist. Ja, die Watte, die macht halt schon sehr viel aus. Ich mache das hier noch etwas kleiner, um den Zugwiderstand nicht noch mehr zu vergrößern. Und schneide auch, glaube ich, hier das Pinöppelchen ab. So. Und auch das stopfe ich jetzt wieder so weit da rein, dass es halt nicht mehr von alleine rausfallen kann. So. Schauen, wenn ich puste. Okay, es bleibt drin. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt hier schon den Bereich mit Watte gefüllt, hier vorne diesen Akustikschaumstoff. Und jetzt fülle ich mir hier diesen mittleren Bereich mit der Aktivkohle. Aber vielleicht kann ich mir das mit dem Beutel so ganz vorsichtig direkt hier reinschütten. Ja, das klappt semi-gut. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. So, ich versuche das Ganze jetzt mal anders. Weil das mit diesem Beutel, der ist so blöde.
aufgeriffelt, dass die Kohle überall hängen bleibt. Jetzt habe ich mir hier so ein kleines Papier genommen. Mal schauen, ob das damit nicht einfacher geht. Jetzt muss ich natürlich von der Seite des Mundstückes aus einfüllen. Ja, das klappt ganz gut. Ja, ich glaube, da geht noch einiges rein. Ja, das war's. Jetzt muss ich halt wieder ein bisschen was abfüllen. Weil hier oben soll ja auch nochmal Watte rein. So, das tun wir wieder zurück. Und zu guter Letzt oben noch einmal Watte drauf, damit mir halt die Aktivkohle nicht wieder rausfallen kann. Das heißt, die gleiche Prozedur wie vorhin schon einmal. Einmal hier eine gerade Kante hinschneiden. Auf der Seite ebenfalls. Dann machen wir das hier gerade. Und auf der Seite schneiden wir ungefähr so viel ab, weil wir wissen ja, dass die komplette Breite nicht reinpasst. Und dann wickeln wir uns das sehr dünn zusammen. Auf der richtigen Seite reinstecken. Ich glaube, das muss ich etwas abschneiden, weil es doch zu lang war. So. So. Schauen wir mal. Okay, jetzt werde ich mal etwas Flüssigkeit besorgen, um zu schauen, ob man durch den Strohhalm überhaupt noch durchziehen kann. So. Ich habe jetzt hier mal warmes Wasser reingetan, einfach um zu schauen, ob ich überhaupt anziehen kann. Und gerade beim ersten Test konnte man schon wirklich merken, wie der Strohhalm Stück für Stück immer wärmer wird. Jetzt schauen wir mal. Es geht, man hat natürlich einen sehr starken Widerstand. Das heißt, die Filter von der Watte oben und unten, die hätte ich vielleicht noch etwas dünner machen können. Aber generell funktioniert das Prinzip so. Und ich habe einen Wasserfilter, der mich wenige Cent gekostet hat. So, das ist mein Wasserfilter für unterwegs, wenn ich mal nicht den großen Sawyer mitnehmen will oder mein Grail oder mein Life Straw. Keine Ahnung, ich habe so viele Wasserfilter, Katadyn habe ich noch. Aber hier habe ich einen kleinen Wasserfilter, den man sich mal eben in den Rucksack stecken kann, der schnell zu warten ist, sage ich mal. Das heißt, wenn die Watte hier wirklich verstopft ist oder so wie jetzt, dass halt der Zugwiderstand etwas zu groß ist. Das heißt, schneide ich mir einfach beim nächsten Mal die Watte nicht in so einem breiten Streifen, sondern minimal kleiner, halt so, dass sie nicht rausfällt, wenn ich jetzt stoße. Auf die einfachste Art und Weise ein kleiner Wasserfilter erstellt, der transportabel ist, der günstig ist und den man immer dabei haben kann. Wartungsarm, nicht wartungsfrei, aber wartungsarm. Wie viel Liter man jetzt damit filtern kann, das kann ich natürlich hier nicht messen. Aber ich sag mal so, für zwischendurch bei einer Wanderung oder so, wo man halt aus einer Quelle trinken möchte, wo man sich nicht so sicher ist, ob das Wasser wirklich 100% rein ist, tut es das allemal. Und zur Not kann man zu Hause einfach alles wieder austauschen, alle Komponenten, weil es ist bloß Watte, etwas Schaumstoff, Aktivkohle und beim nächsten Mal ist er wieder einsatzbereit. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe bei den letzten Videos gesehen, dass zwar die Klickzahlen sehr hoch gehen, aber über 90% meiner Zuschauer sind tatsächlich noch keine Abonnenten. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal. Ihr fördert meinen Kanal dadurch und motiviert mich dazu, weitere Projekte zu starten. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao.